Zumindest haben wir jetzt wieder voller HP, was viel, viel besser ist. Und jetzt sollten wir hier vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. Wegen den ganzen Magiern hier hinten. Wird das mich auch leichter. Freigeschaltet Beschatte, ihr habt 100 Skelette getötet. Ja, damit wird es definitiv leichter. Ist nicht perfekt, aber es wird leichter. Und 100 Skelette haben wir getötet, also das sollte man jetzt nicht verachten. Und hoppla, ja, das kennen wir ja. Mordsäge. Bleib doch da, wo du bist. Ja, das ist gut. So eigentlich voll unfair, was ich hier mache, aber... Freigeschaltet, irgendwo ist irgendetwas passiert. Und zwar mit Sicherheit das letzte Mal. Irgendwo ist irgendwas passiert. Ha. Freigeschaltet, zweite Amuletthälfte. Eins von zwei Amuletthälften. Freigeschaltet, Startportal. Wer würde gern noch einmal so weit laufen? Ich kann da halt nie widersprechen. Ja, jetzt haben wir wieder keinen, aber wir haben ordentlich gecached. Kaufen. Seltene Karte. Freigeschaltet die Karte Untoter König. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Dafür brauchen wir aber noch ein bisschen. Ein klein wenig. Moment, wenn wir hier eh sind, dann können wir noch nach oben und uns da ein bisschen holen. Vor allem, wir haben jetzt die Map. Die Minimap. Hier wird dann auch direkt angezeigt, wo wir sind, wo was ist. Die Stadt. Das ist eigentlich richtig angenehm.
Magie. Magie und X-Bus-Pital. Brauchen wir aber 5. Schlappe 5000 brauchen wir. Ist halt die Frage, für was ist der DVD-Player? Geht doch voran. Dann kommen noch mal 340. Dann sollten wir es doch haben. Okay, danach sollten wir es definitiv haben. Magie heilen. Mäßig. Mit uns ruhig ein bisschen heilen. Kaufen. Schneller DVD-Player. Freigeschaltet. Schneller DVD-Player. Und tschüss, lange CD-Ladezeiten. Ihr werdet uns nicht fehlen. Ja. Haben wir auch immer schnelle Ladezeiten. Moment, wir können hier speichern so. Wir gesehen, genauso wie sich's gehört. Schnelle Ladezeiten. Nur im besten Fall gar keine. Das hat auch nicht immer so geklappt. Gute Arbeit, jetzt wie ihr das ganze Amulett habt. Könnt ihr die schwarze Zitadelle betreten. Sie befindet sich östlich von Eugel, gleich hinter dem Fluss. Viel Glück. Ich habe irgendwie jetzt mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Viel mehr. Naja. Die Ruinen von Sarunak. Im Nordosten bergen zahlreiche Schätze und ebenso viele Gefahren. Ihr scheint nett zu sein, also gebe ich euch Rabatt auf sämtliche Knochenfliegerei, wenn ihr dorthin aufbringt. Braucht ihr Heilung? Ja. Bildschirm speichern? Ja. Moment. Ich will irgendwie immer angreifen, obwohl hier bei Magie sollte ich auch Magie anwenden. Nochmal 200 Geldes. Einmal schlecht.
Keres, ihr seid es also. Ihr seid das Böse, das meine Heimat verwüstet. Nennt mich einfach Zephyrus. Ihr seid weit gereist, um mich zu finden. Aber all eure Mühen sind umsonst, eure lächerlichen Kräfte sind nichts gegen meinen eigenen. Ich beweise es euch, und zwar jetzt. Neun. Oh. Okay. Er ist magieempfindlich. Das Schlimme ist, bei sowas, was halt immer schön eine kleine HP-Leiste für einen Gegner. Nochmal heilen. Nein, nicht angreifen, sondern hochheilen. Magie-X-Kristall. Hat aber auch HP. Das reicht. Ich habe genug von diesen Spielchen. Kami. Ha, me. Ha. Oh. Angreifen. Keres, wir geben niemals auf. Wir kämpfen bis zum Tod. So sei es. Keres. Danke. Ihr wart immer für mich da. Habt mich immer beschützt. An meiner Seite gekämpft. Bitte versprecht mir, dass ihr weiterkämpft. Bitte gebt uns unser Vorspross eures Land zurück. Ich werde über euch wachen. Ich. Nicht unsere Keres. Rache. Es gibt Rache. Freigeschaltet, Kraft erwecken. Eure besondere Kraft ist aber Sohn des Drachen. Spezial heilen. Barbarmut. Ihr glaubt, ihr habt mich geschlagen. Ich werde zum Mana-Baum zurückkehren. Und wenn meine Wunden geheilt sind, störe ich diese Welt, die ihr so liebt. Ihr habt 2000 Gliss und 50 EP gewonnen. Link hat Stufe 8 erreicht. Sein Wert für Angriff wurde erhöht. Freigeschaltet, schwerer Geldbeutel. Ich habe 20.000 Gil erbeutet.
Okay, wie jetzt? Ach so, insgesamt. Clouds Schwert. Bombenschriftsteller Schriftsteller Kataliker Bogen. Ja. Aber unsere Keres ist gestorben. Also irgendwie. Ja, nö. Die fällt mir nicht. Aber können wir sie nicht beleben? Vor allem, wie soll man das dem Vater beibringen? Ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Keres retten. Braucht ihr jetzt Heilung? Natürlich brauche ich jetzt Heilung. Speichern. Kaufen. Gut. Lassen. Aber bevor, wir haben ja eine neue Karte. Was auch mal passiert, wir dürfen nicht verzagen. Ja. Champion. Fünf unendlich. Das ist richtig gemein. Also unendlich haben wir damit. Vier, eins, eins, fünf, fünf, vier. Das war so klar. Hat echt keine guten Karten bekommen. Und natürlich, den hat er jetzt. Boah. Ah, das wollte ich gar nicht. Ich wollte Champion und nicht schwer. Jetzt spiele ich extra nicht irgendwie. Ja, ich möchte Champion. Wir haben schon wieder nur Mist eigentlich. 5, 5, 5. Machen wir die in der Mitte. Fünf und sieben. 8. 8 und 3. Aber 3 ist halt echt nicht gut. Hier wäre halt aber 8. Den umwandelt er da so gesehen um. Oder auch nicht. Ich habe jetzt irgendwie total erwartet, dass er den umwandelt. Hier 5, hier. Machen wir hier. Ah, natürlich. Natürlich. Okay, das haben wir jetzt schon verkackt.
Okay, wir brauchen noch bessere Karten, das bringt so nicht. Wir müssen Keres retten. Wir müssen sie unbedingt retten. Erstmal zu ihrem Vater und sagen, Tüchterchen, wie soll ich das sagen? Tüchterchen ist von uns gegangen. Keres mag nicht mehr unter den Lebenden waren, doch ich spüre ihre Gegenwart. Ich weiß, dass sie klingt begleitet, ihre Kraft für immer mit ihm sein. Frau, ich kann nicht fassen, dass Keres tot ist. Das ist ein trauriger Tag für Anna Nelien von Argoy. Ihr Tod war nicht umsonst. Sie hat ihre Kraft auf Klink übertragen, damit er die Welt retten kann. Nun seid ihr unsere einzige Hoffnung, Zephyrus zu besiegen. Mit der Kraft von Keres werdet ihr stark genug sein. Ich glaube an euch. Wir alle glauben an euch. Kommt vorbei, wenn ihr etwas Zeit habt, vielleicht kann ich helfen. Wir sind alle verdammt. Die meisten von uns glauben an euch. Nicht übel, oder? Es ist gar nicht übel. Ich glaube fest, dass Keres nicht umsonst gestorben ist. Link, ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Zephyrus besiegen. Ein für alle Mal. Ich gebe euch mein Luftschiff. Nur damit gelangt ihr zum Mana-Baum. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen, Klink. Freigeschaltet Luftschiff. Genug gelaufen. Willkommen an Bord von Air Evoland. Wie geht das mit dem Luftschiff? Danke fürs Luftschiff, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Gespeichert. Sterne, Kartenhändler, Schokus? Sterne, Karten, Händler? Ach, als ich noch jung war, kamen viele reisende Händler nach Olgai. Jetzt, wo des Ödnisses sich ausbekommt, niemand mehr hierher. Alles hörte ich neulich, dass ein Händler in nordwestlichen Wald niedergelassen haben soll. Ein nordwestlichen Wald? Okay. Vielleicht hat er interessanten Waren auf Lager. Gerne. An vielen verschiedenen Orten in Evolandia sind Sterne versteckt. Doch nur große Abenteuer mögen sie alle zu finden. Ihr habt bereits 1530 verborgene Sterne gefunden. Ich hörte, dort soll es einen Stern geben. Papunika. Schubukos? Kennt ihr euch mit Schubukos aus? Sie sind Spezies gelber Riesenvögel. Die leben in den Ebenen im Norden. Aber tut euch nicht weh, sie haben sehr spitze Hauer. Kocht ist ihr Fleisch eine wahre Delikatesse. Ich kenne da niemanden in Auge, der es zuzubereiten weiß. Karten? Spielt ihr Doppelzwilling? Ihr braucht mehr Karten, um Champion zu werden. Ihr habt bereits 11 von 23 gefunden. Ich bin ziemlich sicher, dass dort eine Karte versteckt ist. Papunika. Okay, danke. Wiedersehen. Oh, Luftschiff. Ui.
Wer ist denn für Händler? Jeder ist Anfangsdorf. Jetzt können wir wirklich hier überall rumreisen. Also fast überall. Aber alleine, um einfach so ein paar alte Stellen sich anzuschauen. Was ist das? Oh, das ist der Mana-Baum. Zephyrus, komm hervor, zeige dich. Ich habe auf euch gewartet. Endlich seid ihr hier. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Lange Zeit beherrschten die Nein über dieses Land. Doch man machte Jagd auf sie, um ihre Hörner zu rauben. Nun, ich habe überlebt. Und heute werde ich Rache üben. Euch wird dasselbe Schicksal wie des Mädchens ereilen. Der Mana-Baum soll euer Grab werden. Ich sehe ja nicht mal eine HP-Anzeige. Wenn ich wenigstens eine HP-Anzeige hätte. Ein Auge ist tot. Game over. Ich glaube, den sollten wir noch nicht bekämpfen.